Was gibt es, Jake? Hast du schon gehört, dass Gordon Briggs tot ist? Ein Unfall. Ja, seltsame Sache. Ach, was findest du denn daran seltsam? Direkt nach der Unfallmeldung kam schon die Nachricht rein, dass die Ursache bereits geklärt ist und weitere Ermittlungen somit nicht notwendig sind. Da stimmt was nicht. Sowas habe ich während meiner gesamten Dienstzeit noch nicht erlebt. Schon gar nicht bei einem so prominenten Unternehmer. Es war Mord und kein Unfall. Woher willst du das wissen? Weil ich kurz vor seinem Tod mit ihm gesprochen habe und er völlig nüchtern war. Er war in irgendeine Sache ziemlich tief verstrickt und musste sterben, weil er sich mit mir getroffen hatte. Und das alles hängt irgendwie mit Roses Selbstmord zusammen. Ich krieg die Puzzleteile nur noch nicht zusammen. Schon wieder unsere tote Freundin. So langsam glaube ich, du bist von ihr besessen. Pass auf, ein Vorschlag. Lass mich den CIS benutzen. Mit dem Simulator gehe ich zu einem Zeitpunkt, als sie noch lebte. Ich will rauskriegen, was Rose und Briggs verbindet und warum jemand den Mord an Briggs vertuschen will. Das Ding ist doch noch gar nicht richtig einsatzfähig. Irrtum. CIS läuft inzwischen recht stabil. Ich weiß es aus verlässlicher Quelle. Ich brauche nur Zugang. Weißt du, wie die Sicherheitsvorkehrungen aussehen? Sicher. Die ersten offiziellen Tests sollen ja in ein paar Wochen stattfinden. Um überhaupt in den Testraum zu kommen, muss man als Tester registriert sein und durch eine übliche Fingertippsicherung. Dann braucht man noch eine Login-Karte, um den Simulator benutzen zu können. Isabel und ich haben eine, da wir an den Tests teilnehmen werden. Tagsüber rennen an der Uni natürlich eine Menge Leute rum, die Fragen stellen würden, wenn sich jemand am Simulator zu schaffen macht. Ich brauche also jemanden, der mir seinen Daumen leiht und den Raum öffnet und diese Login-Karte, um das Gerät zu benutzen. Schau mich nicht so an. Mich brauchst du nicht um Hilfe bitten. Wenn ich dir meine Login-Karte überlassen würde, wäre das ein Verstoß gegen die Vorschriften, der mich meinen Job kosten würde. So, und jetzt entschuldige mich, ich werde mal ums Eck. Ich lasse meine Brieftasche mal so lange hier liegen und du passt gut drauf auf, okay? Isabel wird mir niemals helfen, an diesen Simulator zu kommen. Dafür habe ich ihr in letzter Zeit zu viel Ärger bereitet. Aber eigentlich brauche ich Isabel gar nicht, sondern nur ihre ID-Signatur. Die würde reichen, um in den Raum mit dem Simulator zu kommen. Das ist dann zwar nicht wirklich legal, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Edward hat seine Brieftasche hier wirklich prominent platziert. Er hat anscheinend nichts dagegen, wenn ich mal reinschaue. Edward hat ein altes Hochzeitsfoto in seinem Portemonnaie. Und natürlich das Login-Kärtchen. Das ist also das Login-Kärtchen. Ich denke, Edward wollte, dass ich es finde. Aber die Brieftasche sollte ich wirklich zurücklegen. Was willst du, Jake? Immer noch sauer? Natürlich. Edward hat mich nochmal zusammengestaucht, als ich aufs Revier bin. Er denkt schon, ich würde deine eigenartige Haltung im Umgang mit Steueramtopfern unterstützen. Was natürlich völlig lächerlich ist. Edward weiß genau, was er an dir hat. Du siehst das etwas eng, glaube ich. Ich sehe das so eng, wie es mir passt, Jake. Ich gehe dann wohl besser. Lieber ein Schauspieler als Präsident, als ein Präsident, der schauspielert. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Politikerporträts in meiner Umgebung. Okay, da wäre ich also. Bis hierher war die Sache kein Problem. Da vorne steht CIS an der Tür. Dann brauche ich ja nicht lange zu suchen.
Okay, ich denke, jetzt fangen die Schwierigkeiten an. Ich sehe einen Fingertipp, für den ich keinen gültigen Code habe. Und eine Lichtschranke. Fangen wir mit der Lichtschranke an. Wie komme ich an der wohl vorbei, ohne gleich sämtliche Sicherheitsanlagen der Uni auszulösen? Hey! Oh Mann, hat mich das Ding erschreckt. Was macht der Roboter denn da? Der Reinigungsroboter fährt also durch die Lichtschranken. Interessant, interessant. Grüße, Erdling. Ich komme in friedlicher Mission. Wahrscheinlich hat mich das Ding gerochen oder als Dreck eingestuft. Schön, dass er doch noch seine Meinung geändert hat. Pfiffi, mach Männchen! Los, los! Lass dich nicht immer so lange bitten! Was gibt es? Ich komme später wieder. Pfiffi, lass das! Aus! Mit dem Fingertipp identifiziert man sich für diesen Durchgang. Das funktioniert natürlich nur, wenn für die ID auf dem Chip im Daumen auch eine Registrierung vorhanden ist. Ohne jemanden, der hier Zugriff hat, werde ich die Sperre nicht überwinden. Wenn ich in letzter Zeit nicht so viel Ärger mit Isabel gehabt hätte, könnte ich sie fragen. Aber damit kann ich hier nicht kommen, nach all dem Stress, den wir miteinander hatten. Sie würde denken, dass ich sie wieder in irgendwas reinziehen will und mir nicht helfen. Vielleicht ist die Idee, sich ihre ID auszuborgen, doch nicht so schlecht. Edwards Login-Kärtchen für den CIS. Die Lichtstrahlen gehen kreuz und quer vor dem Türrahmen her. Da kann man sich leider nicht dran vorbeischlängeln. Ja, braver Pfiffi, guter Pfiffi. Was geht das? Du hast nicht zufällig ein Gerät da, mit dem man ID-Signaturen komplett einlesen und auch schreiben kann. Dir ist schon klar, dass du dich damit auf gefährliches Parkett begibst. Viel illegaler geht es nicht mehr. Lass das mal meine Sorge sein. Schau mal, den passenden Daumen habe ich schon. Nicht schlecht. Ich würde dir ein Angebot dafür machen. Aber du wirkst nicht, als würdest du verkaufen wollen. Richtig erkannt. Den brauche ich selber. Mir fehlt nur noch ein Gerät, um die richtige ID-Signatur draufzuschreiben. Also sag schon, wo bekomme ich sowas her? Solche Geräte hat nur die Regierung. Oder die Mafia. Mafia? Hört sich gut an. Du machst Witze, oder? Du bist ja völlig irre. Vergiss das mal. Mein Pfiffi und ich wollen zusammen alt werden. Was müsste ich tun, damit du mir einen Kontakt bei der Mafia vermittelst? Nichts! Gar nichts. Es ist ganz einfach. Von mir kriegst du keine Infos mehr. Ich habe keine Lust, dass mir die Schlitzaugen den Kopf abschneiden. Schlitzaugen? Okay, es geht also um die chinesische Mafia. Das reicht mir aber leider nicht an Informationen. Wenn du nicht sofort auspackst über deine Kontakte zur China-Mafia, knall ich deinen kleinen Blechköter hier ab. Hey! Über sowas macht man keine Scherze! Das ist kein Scherz. Ich schieß deinen kleinen Köter zu Schrott. Das kann nicht dein Ernst sein. Du tust doch meinem Pfiffi nichts. Nicht, wenn du redest. Wie komme ich an deine chinesischen Freunde und damit an meinen speziellen Fingertipp? Die merken sofort, dass du ein Cop bist. Das werden wir ja sehen. Wo finde ich diese Kerle? Ich kenne keinen von denen. Ich weiß nur, wo sie ihr Lager für ihre Hehlerware haben. Es ist in einer Tiefgarage in einer chinesischen Mall. Und da haben sie auch sowas wie den Fingertipp, den ich brauche? Wenn, dann da! Aber du kommst da nicht rein, da ist alles bewacht. Du scheinst dich ja dort wirklich bestens auszukennen. Okay, wie komme ich am besten an den Wachen vorbei? Keine Ahnung! Ich bin durch die Mall reingekommen. Allerdings auch auf Einladung. Eine Einladung brauche ich nicht. Also, über die Mall in die Tiefgarage. Sonst noch irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte?
Ja, verabschiede dich von deinen Lieben, denn du kommst da nie lebend raus. Ich komme später wieder. Nein, Pfiffi, es gibt jetzt noch nichts zu fressen. Hey, irgendwelche Neuigkeiten? Hast du noch irgendwas herausbekommen? Nicht viel. Meine Recherchen stocken etwas. Im East River wurde ein abgetrennter Arm gefunden, der von einer der Prostituierten stammen könnte. Nichts, was noch irgendwen überrascht. Was ist mit den Hintermännern? Hast du noch mit irgendwem sprechen können? Seitdem Briggs tot ist, sind alle meine Kontakte abgetaucht. Kann ich nachvollziehen, aber so kommen wir natürlich nicht weiter. CRS könnte unsere letzte Chance sein. Bis später. Hey Junge, komm mal her. Was hast du da gemacht? Wer ich? Hör zu, Rotznase. Du hast eben versucht, mich zu beklauen und das war ein Fehler. Ich bin ein Cop. Sie sind Polizist? Hören Sie, Mister, ich habe das nicht gewollt. Wirklich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür kann ich dich in den Knast stecken. Bitte nicht. Ich mache es auch nie wieder. Ich werde mir überlegen, wie ich damit umgehe, Junge. Bis dahin bist du erstmal entlassen. Aber dein Gesicht merke ich mir. Danke, Mister. Bedank dich besser nicht zu früh. Ich brauche nicht hochzufahren. Für eine Shoppingtour fehlt mir im Augenblick die Zeit. Nichts passiert. Irgendwie überrascht mich das nicht. Wahrscheinlich ist die untere Etage gesichert und man muss erst eine Keycard durchziehen, bevor der Fahrstuhl runterfährt. Der Typ sieht aus, als würde er diskret auf den Fahrstuhl achten. Also wohl ein Mafioso. Ich spreche ihn besser nicht an. Hey, was treibst du hier? Wer ich? Reden Sie mit mir? Das macht mich nervös, wenn du hier so rumschleichst. Was gibt es, Mister? Hängst du öfter hier herum? Nur wenn mein Taschengeld alle ist. Was hältst du von dem Kerl im weißen Anzug da drüben? Ich denke, dass er zu viel isst und immer nur Fastfood, von dem nur die Hälfte in seinem Mund landet. Es macht wirklich keinen Spaß, dem Mann beim Essen zuzuschauen. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Klar, was soll ich tun? Irgendein Botendienst? Soll ich eine Nachricht überbringen? Sie können mir vertrauen, ich bin zuverlässig. Du sollst jemanden für mich bestehlen. Siehst du den Typ da vorne? Ich hätte gern etwas aus seiner Brieftasche. Die Brieftasche selbst und das Geld darin kannst du dann behalten. Wie jetzt? Ich dachte, wenn ich weiterklaue, lande ich im Gefängnis. Schau, es ist so. Es gibt gute und böse Diebstähle. Und dies hier ist ein guter Diebstahl. Aha, verstehe. Wenn Sie jemanden beklauen wollen, ist das gut. Wenn ich das tue, dann ist es böse. So ungefähr. Also, der Bursche da vorne ist ein Gangster und du hilfst der Polizei bei der Aufklärung eines Verbrechens. Also los jetzt. Also gut, Mister. Ich probiere es. Wie genau soll ich vorgehen? Geh einfach hin und beklau den Kerl. Okay, Mister. Sie sind der Boss. Hey, was treibst du da? Wer ich? Reden Sie mit mir? Hau ab, Jungchen. Das macht mich nervös, wenn du hier so rumschleichst. Das war knapp, Junge. Pah, das sah nur so aus. Ich hätte mich da schon rausgequatscht.
Wie gut, dass ich gerade keinen Hunger habe. Ich habe hier diesen leckeren China-Hotdog mit extra viel Soße. Den gibst du ihm. Sag einfach, das haben seine Kollegen für ihn organisiert. Während er isst, ist er abgelenkt. Okay, Mister. Sie sind der Boss. Entschuldigen Sie bitte? Ja? Ich soll Ihnen das hier von Ihren Kollegen bringen, damit der Hunger nicht zu groß wird, sagte man mir. Ah, sehr aufmerksam von den Kollegen. Gib her. Ah, lecker. Hey, was ist denn das? Verdammt, der schöne Anzug. Das kriegt man nie wieder raus. Ich hab's geschafft. Reife Leistung, Junge. Aber denk dran, das war eine Ausnahme. Ansonsten lässt du deine Hände in deinen eigenen Taschen, verstanden? So, und jetzt gib mal die Brieftasche her. Okay, die Keycard ist tatsächlich drin. Und jetzt gehört sie mir. Hier, Junge, der Rest gehört dir. Und gib nicht alles für Süßkram aus, das ist nicht gut für die Zähne. Danke, Mister. Okay, los geht's. Am besten gehe ich gleich in Deckung, wenn ich unten ankomme. Wachen. Platino hatte recht, das Lager ist gut gesichert. Solange die Kerle hier rumlaufen, werde ich mich garantiert nicht weiter umschauen können. Pfiffi, lass das! Aus! Da ist eine Schlange drin. Pfiffi, mach Männchen! Los, los! Lass dich nicht immer so lange bitten! Was gibt es? Was hast du eigentlich für eine hübsche Schlange im Terrarium? Das ist mein Zwerg-Taipan. Nett, oder? Ist eine spezielle Züchtung. Halb so groß wie ein richtiger Taipan, aber dafür 10-mal so giftig. Ihr Biss tötet auf der Stelle innerhalb einer Sekunde. Irre, was? Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig beim Füttern. Was willst du mit dem Biest? Naja, eigentlich wollte ich mal das Gift verkaufen. Aber ich pack das einfach nicht mit dem Giftmelken. Ich hab da einfach zu viel Schiss. Verstehe ich. So ein Tier ist auch kein Spielzeug für jedermann. Puh, traust du dich? Hier, das ist ein Behälter zum Giftabsaugen. Giftzähne oben in die Membran stecken, Gift aus der Giftdrüse pressen. Fertig! Leg los, du furchtloser Kopf! Ich komme später wieder. Wenn ich diesem Mistvieh Gift absaugen soll, sind Schutzhandschuhe wirklich keine schlechte Idee. Okay, jetzt ganz tapfer sein, Jake. Geht einfacher, als ich dachte. Wie viele Leute ich mit dem Gift im Becher wohl umbringen könnte? Vermutlich eine Menge. Komm her, Pfiffi! Ja! An den Pfeilen klebt nun das Schlangengift. Das sind jetzt richtige Giftpfeile. Nein, Pfiffi, es gibt jetzt noch nichts zu fressen. Besser nicht. Ja! Da steckt ein Schlüssel im Schloss.
Eins der Metallröhrchen nehme ich mal mit. Klar könnte ich die Pfeile mit den Metallröhrchen verschießen, aber ich stecke die Pfeile erst hinein, wenn ich mit dem Blasrohr ein Ziel anvisiere. Mist, verdammter! Ich sollte weiter vorrücken, dann ist meine Schussposition deutlich besser. Ich sollte wirklich keine weißen Anzüge mehr. So kann ich doch nicht rumlaufen. Treffer. So langsam schieße ich mich warm. Ich sollte weiter vorrücken, dann ist meine Schussposition deutlich besser. Nichts wie raus hier. Ich mache mich hier doch lächerlich. Alles wieder ruhig. Ganz schön leichtsinnig, die Mafiosi.
Das war's dann auch für dich. Okay, das waren scheinbar alle Wachen. Jetzt kann ich mich hier gefahrlos bewegen, bis die Ablösung kommt. Ein moderner Schneidbrenner. Hey, die Fahrertür ist nicht abgeschlossen. Was liegt denn hier? Das ist eine sündhaft teure Endoskopiekamera, die nehme ich mit. Wiegt nicht viel, diese Verkleidung. Bevor ich den Treibstoff ablasse, sollte ich vielleicht erstmal herausbekommen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Das Gerät ist zwar eigentlich viel zu hochwertig für eine lächerliche Tankinspektion, aber es ist ja nicht mein Geld. Was ist das? Näher ran. Ah, jetzt! Das ist ein Einbau im Tank, der da garantiert nicht hingehört. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sich da jemand ein Versteck geschaffen hat. Mit dem Schlauch im Tank könnte ich den Sprit ablassen. Nicht, dass ich dazu große Lust hätte. Oh Mann, das ist widerwärtig. Der Tank dürfte jetzt leer sein. Die Gase im Tank dürften sich auch ziemlich bald verflüchtigt haben. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich den Tank aufschweiße. Nettes Loch. Groß genug, um hineinzugreifen. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Ich komme mit der Hand dran. Da ist ein Verschluss. Ich kann ihn öffnen. Na, was haben wir denn da? Genau das habe ich gesucht. Moment mal. Ja? Wo ist meine Brieftasche, Kerl? Ich habe genau gesehen, dass du die ganze Zeit hier herumgelungert hast. Du hast mich beklaut, gib es zu. Peinlich vor deinen Kollegen, wenn man die Brieftasche geklaut bekommt, was? Sei still. Das hat doch keiner mitbekommen, hoffe ich. Wenn dein Boss davon Wind kriegt, dass du dich so ausnehmen lässt, wirst du nur noch zum Toilettenwischen eingesetzt. Mein Boss würde mich niemals für so etwas heranziehen, das kannst du mir glauben. Vermutlich hast du recht. Dein Boss kann zugeschissene Toiletten sicher nicht leiden. Make my day, Chinamann. Ich glaube, hier sollte ich mich besser nicht mehr blicken lassen.